Wir müssen jetzt mal Skill. So. Wenn es von Shia nehmen soll, oder? Nee, SZ kann hier. Yukiko hätte noch hier gehabt. Der hat übel viele Skillpunkte. 124. What the fuck? Snuffs macht 50. Gib mir mal. Und außerdem. Da kann ich meine Karten jetzt sehen. Soul Signal. Damage Shield. Hier sehe ich nur Skills, aber keine Skillkarten. Okay, Skillkarten muss ich glaube ich immer bei Mary machen. Vermute ich mal. Das ist mal meine Vermutung. Laufen wir mal direkt immer da, wo in die Nase hinführt. Mit der Nase hinterher. Okay, dann geht's direkt raus. Wo geht's hier hin? Hauen wir ihn mal, bevor uns irgendwie von hinten kommt. There are two enemies. Hang in there. So, Elektro und Eis wieder, ne? Im Guardestream. Und die erstmal umhauen. Und dann können wir hier hinwechseln und noch ein bisschen Elektro benutzen. Die Lampe ein bisschen ausschalten. It's down. Let's do it! Oh, er ist nicht gestorben. Twin Dragons? Ah, dann machen die wieder den Twin Dragons Ende. Bin mir nicht ganz klar, warum die das machen. Aber es klingt, glaube ich, immer nach einer Fallout Attack. Um den dann zu finishen, den letzten. Aber dadurch kriege ich halt kein Shuffle Time. Ein bisschen schade. Mabufu hat er gelernt. Das ist ein bisschen schade. Player Advantage. Oh. Bei dem komischen Kreuz habe ich immer noch keinen. Ja, weder Feuer noch Eis funktioniert bei dem. Weder Feuer noch Eis. Bei den anderen was? Bei den anderen war es genau Feuer, ne? It's weak to fire. Three enemies. Let's get through this. Hallo Xan. Ja, ich habe allen die Schatzbrille aufgezogen. Das liegt an mir, das liegt nicht an denen. Ich habe allen die Schatzbrille aufgezogen. So. Maragi. Oh, der macht allen Feuer damit. Gucken wir mal, ob ich das kriege. Two enemies down! Wonderful, Sensei! So. Können wir den Evil touchen, das Kreuz? Das hat keine Augen, aber können wir das Evil touchen? Oh, das ist right. Wir haben gerade literally ein Kreuz in die Flucht geschlagen. Sonic Punch it. Into Oblivion. Oh, fuck. Der ist eigentlich das Schwere, weil ich glaube ich eigentlich... Skullcracker. Mach das Ding weg. Skullcracker auf dem Weg. So, sind wir fast down. Heat Bending General. Das ist okay. Ich meine, jetzt sind aber alle down. Aber da wir jetzt keine Order Attack machen. Ach, meine Güte, Kacke. Muss nicht heilen. Wir garden mal, bis wir die Order Attack zum Finishen nehmen können. Für den Shuffle Time. Deswegen habe ich jetzt bei beiden geguardet. So, du guardest auch. Wir brauchen jemanden mit Feuer. Du hast Feuer. Maragi, ihr beide, let's go. Ja, die können doch beide schon daran sterben. Die sind, glaube ich, stark. Oh, hast du geschafft. Perfekt. Und guten Morgen, Sun, by the way. Zu früh auf der am Samstag. 160, ey. Also die 4-Mann-All-Out-Attack ist nochmal ein ganzes Stück dicker. So, XP up, change one to persona, get skill card.
Wir haben schon die Personas voll, deswegen nehmen wir Skillcards mit. Purifying Salt. Salzig. Wir werden salzig. Er hat uns sehr früh bemerkt. Der Map. White. Oh. Das ist ja bitter. Wir treffen den nicht. Oh, shit. Moment, wer ist denn von denen? Was macht der? Physisch wahrscheinlich. Viel. Stimmt, der macht gar keine Elemente. Könnten es Evil touchen? Er hat nämlich einen Tech up. Dann ist er hoffentlich. Ja, ist afraid. Sehr gut. Bei dem Kreuz ist es halt gegen alles stark. Ah ne, ist es nicht, aber es ist nicht effektiv zumindest. Deswegen können wir das, glaube ich, einfach attacken. Hast du noch einen sinnvollen... Oh, was mach ich? Was ist eigentlich mal Bufo? Dies Light Damage to all... Oh, Ice Damage to all foes. Interessant. Increase! Skycracket! Couldn't quite beat it. Heat Balance is panicked. Ja, sehr geil. Dann können wir hier noch mal einen reinhauen. Oh. Der war leider trotz 4 kein Problem. Wir müssen den ja einfach mal töten. So, jetzt haben wir den getötet. Der kriegt noch eine physische Attacke rein und jetzt war der doch gegen Eis empfindlich. Wir gehen nach Buku und dann noch Warlord Attack und Moment, was? Ach, der hat bestimmt eine Eisresistenz-Zauber gekriegt. Ach, shit, Mann. Ach, Mann. Ich glaube, Silencing gegen den hilft gar nicht, wenn er gerade rein. Der macht ja nie Skills. Und da ist es scheißegal mit den Silenced. Dann garden wir halt, weil sie kann auch nicht attacken. Wir haben den schon auf fast halbem Leben. Wir garden deswegen durch. Ice Resistant Reward, das wollte ich haben. Sehr schön. Ufu! Ufu him to death. You hit its weakness! Mit dir die Bonus-Sachen kriegen. Bonus! Shuffle Time. Persona Luck Up. HPSP. Persona Luck Up. Gib mir Stats. Level 16 Priestess, Alter. Holy shit. Und lernt Media, was immer das ist. Weil ein AOE Feuer hat sie schon. Mal sehen, was das ist. Hiranya. Was ist denn Hiranya für ein Item? Bin ich voll falsch. Hiranya. Cure all ailments besides down and unconsciousness. Oh. Damit kann ich... Habe ich zum ersten Mal eine Option, Silence zu curen. Player Advantage. Dieses Scheiß. Three enemies, but they're too slow. Was hat hier Eis? It's weak to fire, but you. Feuer. Geben wir dir doch erstmal zwei Leuten deinen Feuer-Knockdown. So. Mit Persona wechseln zu Valkyrie, würde ich sagen. Und machen damit ein. Achso. Ups. Können damit noch reinkriegen. Aber die physischen Skill noch. Ach, wir missen wieder. Scheiße. Let's get through this.
someone else's turn. Das ist ein Media. Slide restores Party HP. Ah, guck mal, wir haben ein Party HP inzwischen. Jawohl. Wir haben ein AOE hier bekommen. 50 auf alle ist schon hart stark. Also, what? Jetzt mal ernsthaft. 50 auf alle? Sie misst schon wieder. Ach, mach doch nicht das Fire Resistance. Ist doch. Fire Resistance sackt doch. Let's do this. Yosuke's on the Warpath. So, keep it going. Nur warten, bis die Fire Resistance abgelaufen ist. Das wird bitter. It got back up. Hurry and beat it. It got back up. Hurry and beat it. Two enemies. Charge through them. Wir kaum Damage machen. Ich warte halt darauf, dass das Ice Resistance reverted, Fire Resistance reverted wird. Getting Magic Power. Oh no. Mabuki. Ah, deswegen. Das spielen wir so viel weniger. Ich hoffe, ich kann das sogar machen. Habe ich nicht gerade Garten lassen? Die haben es geschafft. Aber ja, der redet mir auch ein bisschen viel, hab ich auch schon gesagt. Das ist ein bisschen sehr, sehr viel, was der reinlabbert. Aber ist jetzt nicht langsam mal wieder gut mit der Feuerresistenz? Insufficient SP, lol. Lol, die haben keine Skillpunkte mehr? Ich probier's mal aus, ob das jetzt immer noch ist, hier. Die immer noch Feuerresistenz haben. Haben sie nicht? Ich hab's wieder verpasst, dass die Feuerresistenz aufgehört hat. Natürlich ungünstig. Ich muss mal wirklich in das Menü gucken, ob ich Teddy ein bisschen reduzieren kann. Changed Persona, get Chess Key. Changed Arcana, wir nehmen Chess Key. Aber da gebe ich dir recht. Teddy ist ein bisschen viel zu häufig und viel zu nervig. System. Difficulty, Settings. Voiced Line, Audio Language English, Play Voiced Lines in Time with the Text, Confirm, Auto Text Off, Cursor Position Memory, Battle Order Memory, Remember Battle Orders of Previous Selected During Battle, okay, Equip Persona Memory, Program Guide Notification, Inverted Camera Off. Invertieren wir die Camera Controls, das könnte genau das sein, was mich immer nervt. Übrigens, invertieren war off, also bei denen ist das das Normale. Anime Subtitles. Yes. Moment, habe ich dieses. Ja. So, Graphics. Ja, ich kann es nicht ausschalten. Geht nicht. Das Einzige, was ich machen könnte, ist. Sprache leiser stellen, aber das will ich eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Weil die habe ich sonst in den Zwischensequenzen und so, finde ich die Sprache dann zu leise, denke ich. Jetzt geht die Kamera wieder in die richtige Richtung. Woo! Finally, ich habe es gefunden. Ich muss mich nur wieder daran gewöhnen, dass es jetzt geht, wieder richtig. Wo ich hinlaufen will. Oh Gott, jetzt bin ich nicht mehr daran gewöhnt. Angefangen mich umzugewöhnen. Ohne Chest, wir haben doch einen Key. Jetzt gib mir dann something. Bolt Suppressor. Ist irgendjemand anfällig für Elektro? Persona Status weak zu Elektro. Dann kriegt er doch den Bolt Suppressor hier, Yosuke. Equip. Tranquil Buddha, was ist denn Tranquil Buddha? Volt Suppressor. Ah. Oh, Tranquil Buddha reduces the chance of panic. Okay. Auf den
Okay, immer wieder das Zeug. Shadows. You get to go first. Könnt ihr Eis machen, um ihn zum Knockdown zu kriegen. Und dann könnten wir auf Omegana wechseln. Wir haben übrigens neue Personas, Xan. Das ist nicht wundern, ist ein riesen Gehirn mit Augen. Was wohl ein ziemlich krasser Debuffer ist. Rollout Attack. Dann haben wir schon mal einen weg. Also machen hier nochmal Twin Dragons. Und das ist eine Team-Attacke, die manchmal auslöst, glaube ich. Ich habe ja noch jemand den All-Out-Attack überlebt. Oh, der hat das nicht nur sogar auch überlebt. Aber ich weiß nicht, ob das immer auslöst, ob es manchmal auslöst. I don't know. One more loose dealt card. One card on hand is disappears. Wer will denn sowas haben? Lifestone. Oh. Ich muss die Kamera wieder ordentlich bewegen. Jetzt haben wir, glaube ich, hier auf dem sogar alles gemacht. Move to next floor. Wir haben eigentlich noch HP. Wir haben links nur ein bisschen. Ich würde nochmal gerne ein Item einsetzen. Und zwar eine Snuff Soul für mich. Damit ich nun wieder ein bisschen mehr Skills habe. Und die Dinger kriege ich nicht dead. Die kleinen Viecher hier. A rare monster. Beat the stuffing out of it. Silences darf ich nicht. Increases ally hit innovation. Enables escape. Wir bashen es einfach mal rein. Weil der ist auch gegen alle Elemente stark, die ich habe. Also wenn wir hier landet, würde ich gehen, das gibt alle Elemente stark. Das einzige ist halt physisch. Dispels, hier. Können wir zwischendurch healen. Aber der Escape ist ein bisschen wie das Abra von Pokémon, das Viech. Freezes Ally Attack. Die Slide Ice Damage to All Force. Wir versuchen mal den Skullcracker wieder zu hitten. Haben wir sogar Ring geschafft. So, wir haben hier Hit Evasion, Decreases for Attack One Turn. Mach mal Hit und Evasion runter von ihm. Hit Evasion Rate. Wirklich nichts so richtig. Und silenzen darf ich nicht. Dann macht uns Sonic Punchen den halt. Someone else's turn. Du attackst auch mit rein. I couldn't do it. Ally Attack. Skullcracker to death. So viel HP hat das Ding gar nicht, aber du hast einfach keine Option. Keine Option, ihm wirklich gut beizukommen. Damn, it's not going down. I can't defeat it. Skullcracket! Yikes, it's tough. Ich glaube, ich sollte aber hier eine andere Persona nehmen. Die Slide Ice Magic Reason One Force Hit Evasion Rate. 4. Reason Force Defense. Ja, wir sollten auf jeden Fall Saki nehmen. Und wir nehmen hier Rusty's Decreases Defense. Rakunda. Defense down. Oh nein, jetzt machst du wieder den. Der haut immer ab, wenn er einen Crit kriegt. Ach, fuck, Mann. In dem Moment kriegt er dann einen Crit. Ach, scheiße. Also muss man es doch vieren. Damit es möglichst wenig angreift. Möglichst wenig die Crits kriegen kann. Media, es macht. Man macht schon, kostet schon das Doppelte. Macht aber halt auch auf vier Leute dann den Heal.
weiß nicht, was davon besser ist, so wirklich. Ah, das war nicht von denen getroffen. Ach Gott, drei davon. Und die haben alle immer Elektrowind oder physisch. Elektrowind oder physisch. Wir können aber silenzen. Evil touchen. Elektrowind oder physisch soll ich benutzen. Da ist natürlich Yukiko ziemlich sinnlos drin. Und Damage dealen ist, glaube ich, ist gar nicht so viel besser, der Skullcracker. Können wir noch silenzen hier. Silence ist super stark. Dabei würde mal hier nochmal wechseln auf. Valkyrie ist, glaube ich, relativ physisch stark. Jetzt kam Valkyrie. Cleavit. Den, der nur gefiert ist. Cleavit 4 ist tendenziell eine schwächere Variante. Würde ich behaupten. Wow. Ah, sealed. Sie ist trotzdem versucht zu benutzen, irritiert mich ein bisschen. Bei Sonic Punch kriege ich. Ich weiß nicht, ob Sonic Punch mehr Damage macht. Yosuke pounded an enemy. Oh, wir cleaven den letzten zu Tode. Der ist ja eh noch gesilenced. Just one enemy left. Nur normale Attacken benutzen. Gaundisch. Leider nichts davon bekommen. Außer ein bisschen XP. Fällt gerade so ein. Chain, talk to the others? Nothing. Achso, ich. Kann ich nicht. Also man muss ein Item benutzen, um zurückzukommen. Das ist ein starker Dude, ein Player Advantage. Ja, genau, was haben den da? Weak gegen Feuer. Und der ist weak gegen Elektro. Was habe ich jetzt gerade? Valkyrie. Feuer und Elektro brauche ich. Was habe ich? Eis. Versuchen wir mal den Ritter paniken zu lassen. Sehr gut, ist gepanickt. Feuer und Elektro. Und wir silenzen den komischen Typ. Ich glaube, das geht nicht, ne? Den Typ zu silenzen. Ja, das blockt er genau. So, Skill. Ups, ne, nicht das. Und wer braucht jetzt Feuer? Der nicht, der war Elektro. Umgehauen. Umgehauen. Wenn wir schon dabei sind, können wir nochmal heilen zwischendurch. Oh, nee. Ist so irgendeine Stärke? Ich kann keinen von der mehr wissen. Na dann. Eisen wir mal rein. Couldn't quite beat it. So, jetzt haben wir hier natürlich kein Elektro, sondern wir brauchen jetzt hier. Oh mein Neukana! Skill, Zio. Come on! Zio it! You hit its weakness! Hier mal Attacke! Oh, der Ritter überlebt immer noch. Oh, da kommen wieder die Twin Dragons. Weil die Eis und Feuer haben, ne? Moment, was ist das? Seine
Feuer. Na, dann machen wir ihn doch direkt nochmal hier. Hauen wir nochmal um. Hier, Agi. Doktor. Ich habe ja überlebt. Er überlebt es nicht. Never mind. Schade, aber das gibt ordentlich XP immer so einen Kampf. Vielleicht für einen anderen kämpfen. Das soll wieder Player Advantage sein. Yo. Oh, Eis. Two enemy shadows. You get to go first. Bei dem ein. Jetzt Panic, restores HP, die ist Light Biss Damage. Nicht noch einen anderen Eis gehabt? Du hattest ein Eis für alle, oder? Light Damage to one foe. Die ist Light Fire Damage to all foes. Ich habe keinen für alle. Freezes Attack, machen wir das doch mal. Mit dem wir Damage machen. So. Silence ist totaler Bullshit. Increases Ally Hit Evasion, enables, restores HP. Hit Evasion Rate, dann nehmen wir doch. Schaffen wir dich mal. Weil du bist dann diejenige, die den Sachen machen müssen. Ich glaube, gegen Feuer seid ihr. Feuer ist zumindest wurscht. Dann machen wir auch euch beiden mal ein Feuer-Damage. Als Vorbereitung auf die All-Out Attack. Hier machen wir Mabufu. Two enemies down! Tötet sie! Shuffle time! So, avoid encounters, half meine Persona Luck ab. Gib mir mehr Luck. Amoikanes Luck wurde erhöht. So, da haben wir den Hero Friend. Und hat Poison Mist gelernt. Jetzt kann ich die Gegner vergiften. Goal. Ach, come on, immer diese Scheiß. Three enemies. Don't get careless. Brrr. Wir silenzen erstmal eins. Erstmal eine Silence raushauen hier. Three enemies. Let's get through this. Und attacken den anderen. Oh, und treffe es nicht. Das sagt natürlich wieder mal. Du kannst nicht viel machen, deswegen geben die mal Attack. Du wirst nämlich immer wieder normal attacken. So, was kannst du? Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Keine Skippende mehr. Schwierig. Power is sealed. Stand by. Oh nein, das war der Falsche. Den wollte ich nicht sealen. Ich wollte den sealen, den ich nicht angegriffen habe. So persistent. Na gut. Verprügeln wir ihn einfach. Was? Ihr seid gesealt. Ihr macht hier gar nichts mehr. Someone else's turn. Two enemies left. There. Wir wissen, dass zwei Enemies übrig sind. Danke, Teddy. Halt einfach die Klappe, bitte. Ich glaube, das meinte übrigens Jean mit. Das meinte Jean wahrscheinlich mit noch finsten süß. Das ist aber nur nervig. Oh, jetzt auch wieder Agi machen. Shit. Oh, ich bin getroffen. Aha. Someone else's turn. One enemy. Fight. There's no end to this. 570 Yen gehabt auf jeden Fall. Surge of Energy, Level Up. Geil.
Level 15, you sense that another change is about to occur within you. You can now store up to 8 personas. Ooh! Mehr Personas. Give me more Personas. Das ist ja ganz geil. Frage ist so ein bisschen, ob ich jetzt wirklich... Ah, ein bisschen weiter kann ich, glaube ich, noch. Zumindest diesen Floor kann ich, glaube ich, noch clearen. Und den Loop mitnehmen. Weil da ich hier wieder mit dem... Mabufu habe ich, glaube ich, nicht, ne? Panicken wir doch mal ein. Damit. Okay, wir sind gegen physisch stark. Sollen wir nicht physisch benutzen? Dann benutzen wir mal einen Garou. Ah, Garou ist Wind. So, ich brauche Eis gegen euch, ne? Ja, okay, dann machen wir nochmal einen Magari gegen zwei Leute. Komm. So, dann kannst du ein Mabufu machen. Wobei es Quatsch ist. Wir brauchen nur zwei Gegner, dann ist hier haben wir 8 und hier kostet es 10 Skillpunkte. Protect me, Kimoe! Awesome! Get him, Shinchan's in rampage mode! Wir sollten so mit weniger Skillpunkte den gleichen Effekt hin, weil sie trotzdem sterben am Urlaub. Also so 10 einsetzen. Müssen ein bisschen aufpassen. Also erst ab 3, die dafür empfindlich sind oder die davon getroffen werden, lohnt sich das so richtig. Diese Eisattacke. Diese AOE-Attacke. Oh, new. Yomotsu. Wenn wir hier, ne? Wir können neue Sachen. The card of the persona Yomotsu Shikoma. In your heart. Sieht ziemlich hässlich aus. Level für mich. Läuft. A Shadow Jump out of the box. Oh, noch einer. Oh, ihr sagt. There are two enemies. Hang in there. Fire won't work on this one. Physisch Eis Blitz. Physisch Eis und Blitz will ich haben. Oder wir silenzen ihn einfach erstmal. Silenzen sollte ganz gut funktionieren. Two enemies. Charge through them. Fliegen wir mal rein. Physisch Eis und Blitz. Das ist ja wieder. Da bist du ja auch wieder raus. Ach, shit. Wir machen mal einen physischen Skill. Gathering Magic Power. Bashen wir ihn nochmal rein. Aber wir hätten ihn silenzen können, wir sind doch voll Idioten. Na gut. Silence. Mal einfach gucken. Power sealed. Aha. Just one enemy left. Have some thick skin. Das Silencen macht solche Gegner, die halt auf das darauf basieren, sehr, sehr entspannt. Oh, jetzt habe ich nicht. Doch, habe ich noch. Hab noch dafür. Also, weil sie haben mit dir nichts tun können. Du kannst einfach tot attacken. Hätte einfach nochmal attacken können. Hätte ich mir das Skill von dir gespart. Ich kann nur immer so schlecht abschätzen. Arm-Chopper haben wir gelernt. Und Tomo hat auch noch ein Level abgekriegt. Sehr schön. Also wir haben ordentlich gelevelt, ordentlich Geld verdient. Ordentlich Sachen bekommen. Ich glaube, jetzt gehe ich nochmal hier rein. Aktuell haben wir den Auftrag, hier einen besonders starken Gegner zu killen. Aber das ist, glaube ich, ein Nebenauftrag. Den muss man, glaube ich, nicht machen, würde ich vermuten. Aber hier ist 8F. Das ist das, wo wir nicht noch einen super starken Gegner, glaube ich, gegenübertreten. Oder wir können halt schon mit den Items, die wir haben.
Wenn wir noch Snuff Souls haben, hier nochmal, dann können wir es schon noch machen eigentlich. Und hier können wir nochmal den Media auf alle den Heal geben. Ja, komm, wir versuchen es. Hier soll ein sehr starker Ascend the Shadow Inside. Are you ready? Yes. Let's go. Oh. Let's do it, Sand. Das ist der Typ. Das ist eine super starke Variante von dem Ding. There's one enemy. Smash it. Red Wall? Der macht jetzt mal Fire Resistance? Warum macht er denn eine Fire Resistance? Oh, der ist nicht. Wir wissen nicht, ob der gegen irgendwas weak ist. Wahrscheinlich gegen Feuer dann. Dann silence wir den doch erstmal. Okay, dann darf ich nicht silencen. Power Defense, wir machen erstmal die Defense runter. Ich würde mal gucken, ob das mit Eis aussieht. Einfach noch, damit ich es für die Zukunft weiß. Ah, Eis ist okay. Fire Resistance hat er jetzt gerade. Also Quatsch, wenn ich das machen würde. Terry. What? Sensei, get up! Ah! 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 Er one-shottet mich einfach! Das waren 200 Damage! Ich hab nur 180 HP oder sowas! Er one-shottet mich literally! Oh, what? Er hat mich echt gewonshottet, Mann. There's one enemy. Er hat immer zuerst Red Wall, was auch auf Hinweis, dass er eine Feuerempfindlichkeit hat. Versuchen wir es. Ach nee, Silence ging ja nicht mehr. Ja, ich bin ein Vollidiot. No way, it didn't work. Just one enemy left. Panic. Können wir ihn paniken bringen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ne. Use Ally Attack. Eis war zumindest okay. Hat ein bisschen Damage gemacht und ordentlich Damage gemacht. Nicht ganz. Achso, ich hatte hier vorhin die die Defense-Runde genommen. Wir gucken mal. Achso, kommen wir in die Feuerresistenz rein. Er hat sich geheilt daran? Holy shit. Freeze Ally Hit Evasion, Enables, das ist Heilung, Sonic Punch. Gucken wir mal Wind rein. Okay, Wind ist aber richtig. Oh, und Feuer heilt er sich. Oh, shit. Panic, decreases 4 Defense. Wir müssen die Defense auf jeden Fall runternehmen. Wir müssen natürlich auch die Attack runternehmen von ihm. Aber wir kriegen, haben nichts für Attack runternehmen. Heute dürfen wir auf gar keinen Fall gegen ihn benutzen. Und physisch ist aber übel dumm. Yuki Chan's in danger! One-shotted. Holy shit. Maybe it's escape. Wie ist Ella Hit Evasion Rate? Jetzt muss mich wahrscheinlich mal buffen. Ich bin nicht instant dead, wenn er mich trifft. Ist die Frage. Ach ne, Bufo ging doch ganz gut. 84 ist doch ganz nett. Wir werden da weiter mit Eis draufhauen, glaube ich, das Ding. Bis der Feuer wieder da ist. Die Kiki ist enraged. Das ist okay. Fire is inverted. Kill Rush. Yo, what? Moment, und genau, und Wind nallt er. Deswegen würde ich ihren Bash benutzen gegen ihn.
ein Critical! Okay. Let's go! Okay. Achso, wenn jemand in Enrage ist, dann macht er nicht mit bei dem Angriff. Das ist natürlich ziemlich sucky. Sucky, suck, suck. Ukobach, gib mir. Noch mehr Feuer hier. Yuki-chan's mad as heck! Ich bin ein Vollidiot. Wind won't work on this one! Ich muss Elektro probieren, ich Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Richtig dumm. Someone finish it off! There! Yosuke's in danger! Okay. He needs help! Yuki-chan's health is too low! Fix it! Mach mal Medicine rein. Ich glaube, also 100 hilft halt nicht viel, tatsächlich. Und er hat. Ich habe kein Dispel auf den anderen beiden. Oh, wir haben gemisst. Yukiko ist recovered, so. Yukato, Dispel, Panic, Fear und Rage. So, Defense reverted. Yuki-chan's hurt! Yo! Das waren 270 auf all, die er getroffen hat? Just one enemy left! Yo! Das ist echt, also die Bosse sind echt übel von dem Spiel. Holy shit. Wir müssen, glaube ich, alle healen. Müssen aber erstmal nochmal ein Revive machen. Hätte ich eigentlich lieber auf einem anderen Charakter gemacht. Chie-chan's really hurting. Heal her. Ich muss mich selber heilen, glaube ich. Sonst bin ich dead und dann ist eh vorbei. Just one enemy left! Was ist denn eigentlich das hier? Restores 20 SP to an ally. Nicht Value Medicine? Hier, Value Medicine auf alle. Die hätte ich benutzen sollen vorher schon, nicht Idiot. So viel dazu. Get up, Sensei! Someone help! Also, für den bin ich zu schwach, würde ich sagen. Er gibt mir 400 in einem AOE-Attacke. Wenn er mich da halt trifft, bin ich halt tot. Das wirkt sehr, als wäre ich für den einfach zu schwach. Der ist nicht dafür gedacht, dass ich den jetzt schon mache. Ich nehme einfach ein Item und gehe raus. Was ist das hier? Goho, ne? Gohom. Ah, jetzt verstehe ich das. Goho. Wortspieler und so. Also der sieht mir nicht danach aus. Don't return. So, we are done. Mit dem Dungeon erstmal soweit. Ich gehe aber mal hier nochmal rein in Velvet Room. Ich habe einiges zu registrieren an Personas. Check Compendium. Register Persona. Valkyrie. Yes. Omigane. Yes. Saki Mitame. Yes. Izanagi wurde verstärkt. Ukobach wurde verstärkt. Haben wir nicht neue auch gesammelt? Motsu Shikome? Ah, die wurde automatisch registriert, weil wir die geholt haben dort. Oh. Was ist das denn? Weak? Ist wieder Eis? Nee, das macht Gift. Physical Damage, Evil Touch. Das ist so eine Art Hexenviech oder was? Das ist ja nur am Gift und Statuseffekte machen. Weird shit. Ixi, Saki, Omikane, Eligor. Eligor wollte ich mir noch holen, auf jeden Fall. Als. Dieses Physical Damage before, the Child of Poison. Dieses Light Fire Damage. Der hat nur Fire Damage. Der ist aber. Der nullifiziert halt Dunkelheit. Und ist stark gegen physisch. Ist eigentlich ein physischer einfach. Aber gegen Licht halt. Gegen physische Attacken stark zu sein, ist, glaube ich, ganz geil.
Es gibt wenig Gegner, die physisch schwach sind. Das ist halt ein Eisvieh von Neos. Sandman, Apsaras, Ukubach, Kusis. Du bist halt wie ein Windviech. Persona gains 1/4 XP while inactive. Oh! Wenn der Level 11 erreicht, levelt er einfach dann ab sofort mit. Passiv. Das ist ja interessant. Fuse Personas. Was haben wir denn jetzt hier? Ukubach zum Beispiel. Wir können einen Archangel erstellen, wir können einen Sylph erstellen. Sylph, einen McCoy. Saki Mitame, was Death wäre. Sonic Punch, Hysterical Slap, Dekaya, Nullifies, Dead Bonus und All Foes. Der Nullified, der ist weak gegen Feuer und Nullified, aber dafür Eis. Enrages All Foes, Valiant Dance. Der macht nicht, glaube ich, nur physische Attacken, ne? Wenn man die enraged. Was war Sylph? Sylph war wieder eine Windmagierin, ne? Oder? Ach ne, ein... Oh, was war das? Regenerate. Restore 2% of max HP each turn in battle. Stimmt, das war eine Windmagierin, die dann sich gegenseitig sich selbst heilt. This Panic, Impadra. Was ist Archangel? Oh, Archangel sieht nicht aus wie eine weitere Version von Angel. Light, low chance of instant kill. Ah, das scheint Licht. Deals Light Fist Damage. Low chance of instant kill one foe. Patra, dispels panic via media. Slight restores party HP. Was ist denn eigentlich heute Fusion Forecast? Bevor ich irgendwas anfange zu fusion, wäre das, glaube ich, ganz wichtig. Resist Fire Added, create the Persona Jack Frost. Resist Fire Added, Bonus Stats. Jack Frost. Tomorrow, more Bonus Stats. Triangle Fuse. Phoneos. Hier, Elliger Senri. Was bist du denn? Ein Feuervieh? Slide restores HP, silence one foe, deals fire damage. Du bist ja eine weirde. Nullify stat penalties and party. Nullifies Feuer. Sieht auch wieder interessant aus. Stufe 18, das darf ich glaube ich noch nicht. Nullified Ice, weak gegen Feuer, stark gegen Elektro. Das ist Eis Elektro oder was? Ice Damage, Fist Damage. Swift Strike is light fist damage to all foes one time to two times. Titan. Bonus XP. Weak, das ist wieder Elektro. Oh, das ist ein Elektro. Das ist light elect damage, fist damage. And if a stat penalty, dodge ice. Doubles evasion rate against ice attacks. Adra. Adra, ich glaube, wenn die so schwarz sind, darf ich sie halt nicht machen. Leider auch Elektro. Upon Datara. Das ist echt weird. Darkness, low chance of instant kill, one foe. Deals light fire damage to all foes, Maragi. Darkness, low chance of instant kill, all foes. What? Okay, die Darkness und Lichtsachen scheinen aber immer Instant-Kills zu sein. Ah, hier, Jack Frost. Den soll ich machen. Der ist bekannt. Weak gegen Feuer, Nullifies Ice. Ist halt ein Eis. Ice Spring, Nullifies One Force, Ice Resistance. Mipatra, dispels Panic, Fear and Rage. Ice Boost, Strength and Ice Attacks. Der scheint echt gut zu sein. Wie benutze ich dafür Omolkana? Das ist auch ein neuer, den ich habe, dieses Gehirn.
Omolkane, Ukubach, Phoneos. Ja, gerne. Let's go. I'm terribly sorry, but you are not at a high enough level. Nein! Mir fehlt ein Level. Kann ich irgendwo auf den niedrigeren Etagen einfach noch ein bisschen rumchillen, um das Level zu kriegen? Go to Castle. Kann ich auf den niedrigen Etagen ein bisschen rumchillen, um das Level... Wo sehe ich denn das? Status? Ben? Next XP 1036. Das sind schon noch ein Stück. Start from 1F. Let's go. The presence of the strong shadow room. Ja, ja, das wusste ich schon. Okay, jetzt haben wir wieder neue Stuff. Und hier unten gab es immer ganz gute Ausrüstung. Oder wie gesagt, auch Skillpunkt-Gedöns. Ja, das ist sozusagen eine Snuff Soul. Wir können vielleicht mal Item. Snuff Soul. Ach ne, das war 50. Das ist ja Soul Drops, nehmen wir mal. Die wir da hatten. Können wir, glaube ich, hier noch ein bisschen rum experimentieren. Das ist schon ein bisschen grindy, wenn man es so spielt. Da sind die Treppen. So. Bei dir kann man direkt... Die müssen irgendwie One-Shot sein. Oh, wenn man sie treffen würde. Ha! Das wäre halt wichtig, wenn man sie trifft. Aber immer sehr trifft, wenn sie One-Shot. Weiß nicht, ob der gegen Krieg ist. Oh, ist auch ein One-Shot. Guck mal. Oh, gegen so eine Shuffle-Time daraus. Das ist geil. So, Money Up, Change to Arcana. Ich glaube, wir haben noch frei, ne? Können wir einen Cent mitnehmen. Für mehr Fusing-Ergebnisse. Potenzielle. Weiß gar nicht. Persona? 2, 4, 7 haben wir. Einen können wir noch mitnehmen. Player Advantage. Two enemy shadows. You get to go first. Wer war denn Wind von euch? Du warst Wind. So, der Sandman. Jetzt können wir nochmal im All-Out machen, müssen wir auch wieder relativ garantiert den Loot-Bereich kriegen. Yep. Shuffle du ihm. Changed Account, Person, Money Up, Persona EN Up. Sandman, na gut, der Sandman-Unit ist Quatsch, weil den wollen wir nicht trainieren im Zweifel. Sandman wollen wir nicht haben. Wenn ich weiterlaufen kann, während hier Sending Signal kommt. Diese Biesen, Sucky Sucky. Sucky Sucky, aber nicht auf die gute Art und Weise. Hui. Wie schon erzählt, ist übrigens Spiele Liebe, in denen ich OP werden kann durch bisschen Grinden. Ja, das mache ich jetzt hier gerade. Einfach hart OP werden durch Grinden, dann mache ich die alle weg. Der Advantage. One enemy. Now's your chance. Das ist jetzt nicht so schwierig. Muss man jetzt mal ehrlich sagen. Ein Gegner, der genau auf den Schwachpunkt reagiert, den ich gerade habe. Das wäre jetzt easy. Luck up, wir könnten Angel mitnehmen, Money up, get Skill Card. Nehmen wir noch Angel mit. Persona new. Ah? Moment, was? AK
Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir gerade gesagt, die auf 8 haben? Oh, ich muss einen Disc. Ich hab 7 haben, nicht 8. Aber vorhin hat er gesagt, ich auf 8 haben. Dann will ich lieber Angel discarden. Shit. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm vorhin. Warte, ich dachte, wir dürfen 8 haben. Oh, das ist verkackt. Die Korps verkackt. Oh, ich hab die Seite getroffen anstatt die richtige Variante. Der ist zu stark, ja, der One-Shotted die einfach alle. Der One-Shotted die alle. Trotz Weakness. Oder gerade wegen Weakness vielleicht. XP up. Ich will auf jeden Fall XP up haben. Oh. Das ist nicht so wahnsinnig smart. Ich habe statt 20, 24 XP gekriegt. Ich glaube, ich muss schon ein bisschen höher sein irgendwie. Hier gab es halt die Skillpunkt-Sachen. Ich würde tatsächlich gerne mit vielleicht den Mädels irgendwann mal anfangen, aber das erlaubt das Spiel irgendwie nicht. Ich fange immer mit den Jungs an, wenn ich in den Kampf komme. Die sind sackig. Wieder mal. Nimm die gute Art. Sexismus, ja, das Spiel ist schon so ein bisschen sexistisch. Ich scheint immer mit meinen einen von den ersten zwei Charakteren anzufangen, was ich aber eigentlich gar nicht will. Dadurch habe ich halt immer auf den ersten zwei Charakteren viel, viel weniger Skillpunkte als auf den anderen beiden. Shadow Jump out of the box. Oh, da ist so ein seltener Shadow dabei. I smell three enemies. Don't get careless. 13 habe ich noch, dann kann ich die beiden schon mal umhauen. Silenzen darf ich den nicht. Dann Sonic Punch wen halt mal. 77 resisted. Ich glaube, den könnt ihr jetzt mal besiegen, tatsächlich. Jo, wir haben, wir haben so eine doofe Hand besiegt. Geil. Es gab 500 Kohle. Ich glaube, das ist gar keine Kohle. Ich wollte XP haben. Und eine Snuff-Sauna bekommen. Du Schnuffschul. Okay, der links ist auf jeden Fall Feuer empfindlich. Und hier brauche ich einen Izanagi für Electro. One-Shotten wir wahrscheinlich auch mit Electro-Weakness. Jupp. No one stands in Sensei's way. Fliegen wir mal rein. Müssen halt einfach garden wahrscheinlich mit denen und dann mit denen hier anfangen. Mit den Mädels. You hit its weakness. All out attack, let's go! Für die Shuffle Time! So, Persona, Avoid Encounters, Money Up, Persona Level Up. Equip Personas, Level is increased. Card of Emperor Kana, Persona, Izanagi's Level will be increased. Cool. Nehmen wir doch mal. Gibt's auf jeden Fall nochmal. Lifestone. Wie noch so. Ich hab halt Eis-Skills und Feuer-Skills auf den Mädels. Bin mir nicht ganz sicher, wann die effektiv sind. Auf den weiß ich nicht. Ich weiß, dass Wind ein Schwachpunkt ist, aber ich glaube, viele haben nicht mehr. Also, die meisten Personas haben nur einen Schwachpunkt. Wir garden mal mit den Jungs. Three enemies left. Machen hier mal Buchu auf alle ein bisschen Eis. Gucken mal, ob die alle sind.
Oh. Seit wann ist das Eis empfindlich? Die Hand. Chie-chan, that's one. Seit wann ist denn die Hand eisenfindlich? Yuki-chan beat an enemy. Keep going. It's weak to ice. Beat it. Let's go. Das ist neu. Gut, dass ich mal so gemacht habe. That took forever. What the fuck? Die Hände sind eisenfindlich. Oh Mann, ey.